Hallo YouTube, leider fehlt der Anfang, weil ich in der falschen Szene drin gewesen bin. Aber wir fahren gerade in Warschau Zentrale ein und dann geht's weiter. Viel Spaß! Doch, jetzt Fullscreen, das war ein Fehler. So. Einmal bremsen. Sein, dass sich die Performance hier so schlecht ist. Das ist das erste Mal, dass ich das jetzt so habe. So, dale. Türen auf. Stufe auf. Wieder einmal einsteigen in den Chaoszug. Compliance Quad. Ach, lass doch mal die Türen offen. Schlimm. Und ich bin ganz alleine. Was macht eigentlich die Anzeige? Die zeigt was an. Aber dezent ein bisschen zu hell hier. Und alle anderen aus. Ach nee, da ist ja einer. Moin, Kollege. Wer steht denn da? Ich glaube, das ist eine KI. Papa organisiert das Abo hier nach Katowice. Beziehen, Miasto, beziehen das neue Klone. Sag mal. Steht der nicht dezent falsch dafür? Ich frage für einen Freund. Steht denn da auf der Anzeige drauf? Gar nichts. Na egal. Geh mal bitte in unseren Zug rein. Wer erzählt? So, dann dreimal wer da. Und zu mit der Tür. Aber, ah, jetzt haben wir die Ausfahrt. Nice. Was habe ich denn? Ich glaube, ich stelle den Format nochmal auf 100 ein. Dann habe ich ein bisschen Spielraum. Das kann ich dir nicht sagen, warum dir die SZ gibt, aber das macht sie gern mal. Einmal schöne Entschleunigung. Mal schauen, wer hier wen überholt. Ankunft 42. Ja, ich denke mal, da könnte man jetzt schön im Plan sein, sofern ich jetzt nichts verkacke. Aber hier ja alles KI-Fahrdienstleiter haben, zumindest noch. Das
nur die Frage der Zeit, bis dann hier die Stellwerke aufgehen. Und der nächste Hänger. Stehst überall 5 Minuten? Ja, dann bin ich vor dir. Ich stehe so die Minute im Durchschnitt. Es wäre so schön, wenn ich dann mal den Support für den Raydriver hinkriege und ich da mal die Controls nutzen kann. Hier funktioniert es auch. Nice. So. Einmal die Türen links aufmachen. Einmal einsteigen in den Chaos Express. Oh, in der City. Du hast auch eine Beschriftung. Robert Galitz. Robert Galon, Bezin, Katowice, Zatowice. Ich sehe das jetzt ja schon richtig, ne? Dass der da nach Katowice fährt, oder? Von der Burg. Obwohl nach Kolonie, Bezin, Miasto, Bezin, Sosnovia, Klone, Katowice, Zauberze, Katowice. Hauptsache Hashtag Passenger Train. Ist auch keiner drin hier. Kann ich bei dir auch raufsteigen? Kann ich hier auf das Dach? Nee, kann ich nicht. Also, ihr habt das falsch gesehen. Wonogolitsa. Ich habe das jetzt von links oben nach rechts unten halt gelesen. Muss ich denn das dann lesen? Klärt mich mal auf. Also, passt jetzt das Schild nicht oder hab's ich jetzt falsch gelesen? Ich meine, für Katowice steht er falsch, wenn er nach Katowice fährt. Ja, aber sag doch erstmal, dass ihr schon richtig gesehen habt, dass das eigentlich die Abfahrt da oben ist. Also ob jetzt der Zug jetzt falsch ist oder nicht, ne? Das hat jetzt mal dahingestellt, aber das Schild an sich, Abfahrt, Ziel und die Zwischenstation dazwischen. Also schon von links oben nach rechts unten. Oh, ich hab jetzt schon die Ausfahrt gekriegt. Ich meine, bei mir stimmt's hoffentlich. Steht denn bei mir vorne drauf? Bei mir stimmt's. Und da stimmt's auch. Okay, Abfahrt. So, 100 und 120, ja, dann kann man ja eh erstmal da auf Full Schmackes drin bleiben. Marschau Blochi oder so ähnlich. Usus, Usus, Nitz, irgendwas, Plasto, Plusco, Hani, weiter kann ich nicht ziehen. Und wo ist der 100er?
Ah, der Funk sollte sich von allein umstellen. Das meinte ich, ob die Automatik drin für Let's Play. Ja, ist automatisch. Ach, du Langweiler. Ja, dann machen wir halt full manuell. So, bitteschön. Ne, jetzt bin ich manuell. Jetzt mag ich nicht. Oh, 120. Wie kann ich jetzt Leertasten hämmern? Was ist da vorne los? Warum das? Zimmer darf jeder so spielen, wie er will. Ja, das ist wohl wahr. Wobei ich nichts dagegen hätte, wenn die Leute so ein bisschen nach polnischer Vorschrift spielen würden. Das wäre super. Größter Punkt zum Beispiel, keine Ausfahrt, wenn ein Zug da halten muss beim Bahnhof. TD2 forever. Ja, also TD2 hat schon seine Vorteile. So, gleich mal meinen 40er rein hier. Ah, I see. Komm auf die langsame Gruppe und rechts ist nur für die coolen, schnellen Züge da. Vorne müssen wir danach schon anhalten. Ja, dafür geht es aber mit 120 weiter. Oh, ich glaube, das Stellwerk da hinten war gerade ausgebaut. Wenn es ausgeht, laufe ich da mal schnell hin. So, Tür auf. Oh, 3 Minuten. Geil, ich komme da hinlaufen. Ab zum Stellwerk. Was macht eigentlich ihr da? Kann man eigentlich mittlerweile... Ne, man kann natürlich nicht da runtergehen. Moin, Bruno. Ja, das sieht ein bisschen ausgebaut aus. Oh je, Brücke. Oh, ich bleibe oben. Oh ja, ich glaube, wir kommen da irgendwie rein. Die Frage ist nur, wo? Was ist die Tür? Du bist es nicht. Das ist die Tür. Oh, einen Moment. Gerade mein Niesen müssen. Wurde gleich nochmal. Ja, war ein zweites Mal. Es sieht nach rein digital aus. Aber die Sachen sind schon mal drin. Ist der Ausblick so? Ja. Aber ich glaube, das dürfte nicht allzu spannend werden hier. Ich meine, da ist dort ein Gleiswechsel. Auf der Seite da hinten, so wie wir das jetzt gemacht haben. Aber ansonsten, glaube ich, ist es nur durchschicken. Und alles auf die 1. Na gut, noch nicht eingestellt. Na, mal schauen. Vielleicht sehen wir beim nächsten Stellwerk noch was Spannenderes. Vielleicht erkennen wir ja irgendwo ein Stellwerk, wo Drucktasten reinkommen. Ab und zu kann man es ein bisschen erkennen von der Einrichtung her.
Wissen bei euch, findet ihr eigentlich die Lackierung da von der Warschauer S-Bahn schöner, also mit dem Grün-Gelb, oder eher die Lackierung, die so bei Katowice rumfährt? Der vordere Panto triggert mich. So muss das. Jetzt macht die Musik vielleicht ganz klein Tick leiser. T minus 12 Sekunden. So, da. Rad dann zu. Und Abfahrt. Katowice. Nein, für Grün. Also ein Putt momentan. Ja, ich drück ja schon. Nein. Oh. Ich hab doch drückt. Ist jetzt nicht dein Ernst. Okay, 120. Ich glaube, die Leistung stelle ich mal auf 70 ein. Us, der nächste Halt. Ah, fuck. Ihr seid so gemein. Mann. Wir haben eine Zwangsbremsung. Ah, das war so klar. Oder aber bitte lösen, dankeschön. Ah, warum jetzt nicht? So geil. Oh, jetzt aber. Warum magst du mich jetzt nicht? Jetzt. Okay. Oh, ein bisschen zu ungeduldig. Ich glaube, ich habe für die Ziefer-Zwangsbremsung aber 10 Minuten Cooldown oder sowas. Und ist schön teuer von den Punkten her. Also, falls ihr auch Punkte sammeln wollt für solche Scherze, einfach bei Twitch mitgucken. Da gibt es dann auch diesen Special Shop, wo ihr diese Punkte einlösen könnt. Ach nö! Ja, herzlich willkommen am Lion Squad. Die wollen mich alle ärgern. Ja, Markus, alles nur komische Sachen. So, schnell weg hier. Ich will hier pünktlich ankommen. Okay, Musik wieder an. Ja, ich drück ja schon.
Bloß nicht noch eine Zwangsbremse. Ah, wie ich das hasse. Genau wie die echte Siva. War das immer richtig S-Bahn-Betrieb hier? Alle 500 Meter stehen bleiben. Guck mal nach hinten, ja, kann ich gerade nicht. Ich muss hier anhalten. Na, aber schönes Dach. Erster. Wie jetzt erster? Gar nicht. Ah, 450. Verdammt. Das kriege ich ja nie wieder rein. Außer ich fahre zu schnell. Mach mal ein bisschen zu schnell. Da lassen sich die Leute freiwillig überfahren. Nee. Und wisst ihr was? Wir machen sie ein bisschen stärker hier. 80%. Wurde gekickt. Suicide Prevention System. Sie werden heute nicht überfahren. Biegen wir eigentlich dann irgendwie links oder rechts ab? Ich bin halt die S-Bahn noch nie gefahren in Warschau. Moin Gio! Ja, mal runterbremsen hier. Ich bin einfach so nicht geübt in S-Bahn fahren. Ja, die fährt jetzt auf Autopilot. I'm too eating and keep up the good water. Thanks a lot, man. So, Gott auf und gleich wieder zu. Wir haben es eilig hier. Am liebsten würde ich durchfahren. Ja, und jetzt geht natürlich der Anzeiger wieder nicht, ne? Und vielen lieben Dank für den Follow. Willkommen beim Lions Quad. So, Zug machen, Abfahrt. Hier wird auf keinen gewartet. Was soll es eigentlich auf dem D, soll man nicht schon längst viel dunkler sein? Also D2 ist leicht versetzt. Was ist da vorne jetzt schon wieder los? Es ist stockdunkel draußen, jetzt ist es noch Mittag. Warum habe ich da keine Weiterfahrt?
Was ist da los? Ach, jetzt auf einmal. Weil du so spät dran bist. Ja, dann gehen wir halt wieder Gas. Die Nacht muss doch auch mal Urlaub machen. Epileptisches Zucken am Fahrsicherheitsschalter. Alter, macht der FDL jetzt das die ganze Zeit? Dass ich auf Rot hinfahre. Wobei, da vorne könnte es ein Haltzeigendes sein, wo ich hinfahre. Mein Kollege! Vielen lieben Dank für den Follow. Ja, da vorne ist er. Warum steht da ein Zug? Was ist so rot? Oder wird das ein Drag Race hier? Jetzt war ich abgelenkt. Voll verbremst. Ja, ich glaube, den haben wir jetzt überfahren. Shit happens. Aber ich hab's probiert. Jetzt kann ich mir das zur Notbremse lösen. Ich bin im Zug. komm, fahr los. Na? Nee, ich komme jetzt nicht zu dir. Ich will hier meine S-Bahn fahren. Wie voll sabotiert wird vom Lions Quad. Das ist echt schlimm. So, dünner Abfahrt schnell weiter. Ey, aber Drag Race funktioniert anders. Okay, Türen zu. Und wenn wir schon Drag Race machen, dann müssen wir parallel stehen. Aber das gewinnst du halt nie im Leben. Also plus minus parallel. Das muss ich jetzt aber in-game ansagen. Just do it! Make your dreams come true! Ja, okay, ein bisschen weiter vorne, aber das reicht schon. Ich meine, er wird es eh verlieren. Okay. Auf 3, 2, 1. Los geht's. Nein, gib Gas! What? Ich meine, so klar! Ja, es ist halt einfach unfair. Ich brauche das gar nicht auf 100 hochstellen. Oh nein, das wäre das nächste Stellenberg gewesen zum Angucken. Ich glaube, hätte es auf 50 gelassen, dann wäre ich immer noch schneller gewesen. Full Power, also maximal Minuskomfort für die Leute. Ja gut, dann halt 100. So nach dem Motto, wer sich nicht festhält, der fliegt. Also ich finde aber sanftes Anfahren viel angenehmer. Man muss ja nicht immer so schnell sein. Ab 120. Oh scheiße, ich muss anhalten. Ah, S-Bahn fahren.
Moinsen! Also wenn ich es mir aussuchen könnte, ich würde lieber so Eurocity fahren. Intercity wäre mir, glaube ich, auf Dauer zu langweilig. Aber so Abwechslung bei Intercity fahren wäre schon nicht schlecht. Aber doch mit Eurocity fahren zum Anhalten. Aber S-Bahn... Bei S-Bahn, glaube ich, könnte ich mir ganz gut vorstellen, wenn es eine richtig schöne Nebenstrecke wäre. Wo du auch wirklich was zu sehen hast. Aber so Stadt-S-Bahn, das wäre nichts für mich. Okay, die Musik ist wieder doof. Mal umstellen. So. Nein, die Musik ist immer noch doof. So, besser. Abfahrt. Ich meine, dass du mich jetzt überholt hast, das war ja so klar. 3,4 Kilometer kann ich wieder anhalten. Weiß jemand von euch, was hier normalerweise angezeigt würde in echt? Steht jetzt nur so das T-Log-Status, wenn ich das jetzt richtig sehe. So ein bisschen Panorama-Ansicht muss ja auch mal sein. Passt mega gut in die Landschaft. So mit dem Grün. Und die Musik passt auch ganz gut dazu. Nur noch das Interface ausblenden und nur so fahren. Schön die Ruhe genießen. Ich sage mal wieder die Zwangsbremse reinhaut. Entschuldigung. Ah, da hätte ich ein bisschen langsamer bremsen können. Würde auch gut nach Österreich, Schweiz, Deutschland passen. Ja, in der rot-weißen Lackierung. Moin, Real Nico. CO3, einmal aufmachen. Und die Scheibenwischer. Machen wir sauber hier. Wo ist das Spritzelwasser für dich? Ach da. Ja, fast wieder sauber. Und tschüss. Uhr, 4 Kilometer. Nee, immer minimale Verspätung. Das ist ja soweit noch pünktlich. Oh, ich kann eigentlich da unten drücken. Boah, jetzt habe ich gerade voll die Idee.
Es gibt ja in den letzten Streams habe ich es ja schon mal erwähnt, diesen USB-Joystick-Controller, wo du de facto alles anschließen kannst und dann recht einfach mit einem kleinen Programm als Joystick verwenden kannst. Also die Hebel, was du ja für die Führerpulte nutzt und halt sonstigen Scheiß oder die Flugzeugcontroller oder so universalen Mapper. Ich könnte mir eigentlich irgendwie so ein Druckpedal oder so einen Nottaster umbauen und damit so ein Pedal und auf den Boden hinstellen. Und das mappe ich einfach mit einer Leertaste und dann kann ich mit dem Fuß eigentlich die ganze Zeit drücken und dann habe ich meinen Wachsamkeitstaster. So wie in echt, aber halt mit dem Fuß. Das glaube ich, muss ich machen. Ich meine, ich habe mir jetzt schon damit beholfen, dass ich mal auf der Maus so ein Hotkey belegt habe. Also ich habe so eine Maus mit Funktionstasten da dran. Das ist die MX Master Maus, wer sie kennt. Und da kann ich mit dem rechten Maus ein paar Mal drücken und dann macht er jedes Mal Leertaste. Das ist schon angenehmer, als wie auf der Tastatur Leertaste zu drücken. Mach ich doch FTL? Nö, habe ich gerade vorher schon gemacht. Heute nicht mehr. Ich muss auch morgen wieder früh raus. Stichwort FTL und... ich sollte mal bremsen. Fuck, das war zu viel. FTL und Livestreams für den Monat. Also ab Mitte März wird es dann schlecht ausschauen mit Livestreams, weil dann steht bei mir der Umzug an. Und die vorletzte und letzte Märzwoche, da werde ich vermutlich nicht streamen. Da werde ich die ganze neue Woche, die neue Wohnung einrichten. Und dann geht es erst mit April wieder weiter. Nur so mal als Vorwarnung. Augen auf die Gleise nicht vergessen. So, mal wieder einer gestanden hier. Jetzt gar nicht aufpasst. Weil ich gerade auf den Chat geguckt habe. Wohnung einrichten, kannst du streamen. Ey, ganz ehrlich. Das ist eh schon nervig genug. Das muss ich nicht auch noch streamen. So, Abfahrt. Ich bin so froh, wenn der ganze Umzugsmist und das Ummelden und haben mich dort vorbei ist. Ich frage mich, ob es überhaupt Leute gibt, die das mögen, umzuziehen. Mit dem ganzen Stress und Arbeit, was damit verbunden ist. Eigentlich auf den Gleisen gestanden und auf deiner Scheibe. Okay, ne, ich hab voll nicht aufgepasst, weil ich auf einen anderen Monitor geguckt hab. Zinkt mir so on point. Also weiß ich nicht, hab ich es im Stream gesehen, weil ich habe wirklich effektiv auf einen anderen Monitor geguckt. Ich war wie unsichtbar im Zimmel. Okay. Aber macht da nichts draus. Heute ist sowieso der Wurm irgendwie drin in Simrail. Also Performance, FTW. ETCS Level 2. Theoretisch. Ja dann, gutes Nächtle und bis bald. Mach keinen Unfug. Der nächste, der vorbeigefahren ist. Wo ist der Bahnsteig? Ach, da vorne.
das könnte jetzt eng werden. Kann einfach nicht Multitasking machen. Zeige mir praktisch, wenn ich mir den Chat vom Livestream irgendwie in-game anzeigen könnte. Mit Streamlabs wird es tatsächlich gehen. Da jetzt ein Plugin dafür. Aber Streamlabs funktioniert bei mir überhaupt nicht gut. Jetzt mal schauen, ob es für OBS sowas ähnliches gibt. Und tschüss. Wobei, man muss mal sagen, ne? Es ist ein echt schönes Bahnhofsgebäude hier. Oh, Kamera, komm, spack nicht mal. Spack nicht so rum. Ist echt schön. Und der Stellwerksheine sitzt vermutlich dann hier drin. Das ist aber noch nicht fertig. Oh, was? 160? Ich darf die Kiste mal ausfahren? Echt jetzt? Ja, immer her damit. Gib. Einmal ausfahren. Oh, was? Lass mich raten. Gleich haut's mich raus, weil dann sie dann sagen, ist fertig hier. Oder auch nicht? Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Oh krass, ich darf ganz legal mal ausfahren. Jetzt weiter mit der Musik. 2 Kilometer würde ich bremsen. Mach mal das doch mal. Ja, so macht es Spaß, wenn ich ein bisschen Gas geben kann. Bahnsteig, wo bist du? Ach, da vorne. Alles klar. Ja, Stichwort fahrgastfreundliches Fahren. Der Lions Squad hat gemeint, ich soll hier mit 100% immer jedes Mal wegfahren. Ich finde es ein bisschen too much, aber Lions Squad hat gesprochen. Na? Oh, er will doch, dass ich weiterfahre. Okay. Hä, wie weit denn noch? Ah, jetzt. Okay. So, andere Musik bitte. So, Türen sind auf. Ja, finde ich auch arg.
20. Also ich meine, es wird schon nicht ultra extrem sein, dass es irgendwie schlimm oder gefährlich für die Fahrgäste ist, aber ich glaube, wenn du nicht darauf vorbereitet bist und der Triebwagen fährt mit voller Kraft weg, ohne dass er Schlupf hat, dann glaube ich, schmeißt sich hin. Also speziell gerade eine Oma oder sonstige Leute, die sich gerade nett festhalten. Oder die Zombies, die auf dem Handy sind und einfach so dastehen. Die kann man nämlich sparschnitt im Zimmer teilnehmen. Also Hotkey drücken für dein Mikrofon und los geht's. Einfach reinreden. Ja, langsam Fahrstelle, nicht mit mir. Ach, der Bahnübergang ist gestört. Ah, okay. Ja, nö. Da bremse ich jetzt nicht runter. Mainz in North Germany. Ach, deswegen war er gestört. Alles klar. Und die letzte Station ist dann Jakarta. Toro. Cool. Dann bin ich jetzt mal die S-Bahn in Warschau auch mal gefahren. Die Musik ist immer noch doof. Ah, ich brauche eine eigene Playlist. Kurz umschalten. So, besser. Ah, gut. Also, liebe Leute. Es ist 22:30. Ich werde für heute erstmal den Stream beenden, weil ich muss dann schon wieder um 5 Uhr aufstehen. Aber es war mal nett, heute mal ein bisschen vor den Slider zu machen und mal die S-Bahn zu fahren. Mal schauen, was wir das nächste Mal machen. Ich würde aber gern auf den neuen Fahrplan abwarten und auf das neue EDR, wenn es dann funktioniert, weil dann haben wir da ein bisschen was zum Spielen. Und vor allem hoffe ich, dass der neue Fahrplan wirklich Abwechslung mit reinbringt, dass wir dann wirklich mal andere Sachen zu tun haben als wie vorher. Aber lassen wir uns mal überraschen. Und dann kommt ja auch noch der alte Kiebel. Und den werde ich auf jeden Fall fahren. Ich meine, das ist die Ikone in Polen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch eine ganz gute Nacht. Fühlt euch lieb gedrückt und bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.